Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine der Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte, war, ein Pfadfinder zu sein. Neben Ministrant sein oder Sportler und verschiedenen Sachen war ich auch sehr, sehr gerne Pfadfinder. Die Pfadfinder sind wirklich ganz tolle Bewegung, würde ich sagen. Anfang des 20. Jahrhunderts hat Robert Baden-Powell diese Bewegung ins Leben gerufen. Und was interessant war, dieser Gründer wollte sehr gerne Hoffnung geben durch die Pfadfinderschaft in die Welt. Und deshalb gab es einfach mal dreifaches Versprechen, was der Gründer für seine Pfadfinder auferlegt hatte. Einmal das Versprechen zu Gott selber und zu den anderen Menschen und zu sich selber. Vielleicht erinnern Sie sich einfach über diese dreifache Liebe oder Liebesgebote von Jesus, wo er sagt, du sollst Gott lieben, du sollst den Nächsten lieben wie dich selber. Das heißt, das ist einfach so wie ein Dreieck-Lebensmodell, was auch Gott oder Jesus hinterlassen hat. Und wie gesagt, das war auch die Gründung von den Pfadfindern. Warum hat der Gründer so etwas gewollt? Sogar ganz konkret, praktisch wollte dieser Welt was mitgeben. Das kommt von daher, weil die Welt wirklich Hoffnung braucht. Wir können nicht einfach ohne Hoffnung leben. Auf Deutsch sagt man ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung muss immer nicht nur einfach passiv sein, sondern aktiv in unserem Leben sein. Und deshalb spricht Petrus so wunderbar von einer Kirche, wo er dann sagt, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Eine Kirche muss die sein, die wirklich Hoffnung schenkt in allen Situationen des menschlichen Lebens, für allen Lebensschichten in dieser Welt, dass Menschen wirklich von der Kirche einiges abnehmen können, weil die Kirche selber in der Hoffnung oder für die Hoffnung lebt. Und ganz besonders, wenn die Hoffnung die Kirche erfüllen sollte, dann sollte die Kirche wirklich ein Lebensmodell sein für die ganze Welt. Aber was wir gerade in unserer Zeit sehen, ist, dass Menschen nicht diese Erwartung haben, dass sie von der Kirche Hoffnung haben dürfen. Mindestens teilweise gibt es solche Menschen. Aber die Kirche hat in sich schon diese Wurzel, Hoffnung zu haben, weil Jesus, der wirklich in dieser Welt kam, er hat in 33 Jahren, ganz genau wie gesagt, in 3 Jahren die Hoffnung als Samen für die Welt hinterlassen. Und deshalb sagt er ja, ich gehe von hier weg, ich gehe zum Vater, aber ich sende euch den Heiligen Geist. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird mein Geist in dieser Welt weiter leben und Leben schenken durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist kommt bald auf uns zu. Das heißt, wir sollten erfüllt sein von dieser Hoffnung, dass wir nicht Waisenkinder in dieser Welt sein müssen oder dürfen. Gott, der für uns Sorge trägt, er schaut wirklich, wie wir mit Hoffnung leben können. Und diese Hoffnung soll die Kirche in verschiedenen Situationen wirklich praktisch den Menschen schenken. Nicht nur auf einem Plakat zu haben, wir schenken die Hoffnung, sondern wir sollten auch in der Realität zeigen, wie diese Hoffnung erfahrbar ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf einer Seite sehe ich als große Gabe, dass der Heilige Geist zu uns kommt, aber auf der anderen Seite sehe ich als Kirche eine große Aufgabe, in dieser Welt wirklich Hoffnung zu schenken. Und das wollen wir in der kommenden Woche versuchen und nachdenken.